Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von H1Z1 und ihr seht es, wir sind wieder vollzählig, wir sind wieder komplett unterwegs mit dem Matze. Hallo. Und der Danu. Hi. Und wie letztes Mal angekündigt, geht es jetzt zur Militärbasis B4, hatte ich richtig in Erinnerung. Danke nochmal für den Kommentar und den Hinweis. Hier müssen wir irgendwo hin, rechts der Straße wäre die Militärbasis, aber erst müssen wir zum Auto, ne? Genau, das wollen wir doch schon noch mitnehmen, ne? Ja. Jetzt, wenn wir schon 5 Biofuel-Kanister haben. Nach Osten müssen wir dafür, ziemlich genau. Matze, machst du die Tür zu? Ja, genau, Tür zu nicht vergessen. Schade, dass man das Feuer nicht löschen kann. Das finde ich so ein bisschen schade. Das verrät jetzt, dass hier was ist. Ja, aber nicht lang. Ja, hoffentlich. Gut, ab nach Osten, Ost-Südost. Dieselbe Wanderung wie letztes Mal zurück. Umgekehrt. Ja. Wir sind jetzt viel leichter. Ja, und wir sind jetzt auch sehr gut ausgestattet. Haben uns nochmal ein bisschen Blackberry Juice, haben uns nochmal jeder ein First Aid Kit gegönnt. Und was haben wir eigentlich noch gemacht? Viel rumsortiert, Bandages aufgeforst und Hase war hier vorbei gehopselt. Super, Wildlife ist an. Ja. Nur die Hasen. Ja, nur die Hasen. Naja, und in der Tat, mein Rucksack ist jetzt ein bisschen leerer, wenn ich jetzt noch die Autoteile raus habe. Ja, und wir haben jetzt alle drei einen großen Rucksack. Genau, das auch noch. Alles bestens. Und nein, in unserer Basis liegt eigentlich nichts Lohnendes, es sei denn, ihr wollt einen Orange Backpack. Also lasst die Tür doch bitte ganz. Da kann man sich aber auch so melden, den geben wir sicher gerne. Den geben wir auch freiwillig ab, genau. ja, so, ja, dann wollen wir ein bisschen sprinten oder wollen wir, komm, wir versuchen mal ein bisschen schneller zu laufen. Wetten werden noch angenommen, ist das Auto noch da? Ja, nein, vielleicht? Ja. Ja. Ich denke auch. Oh ja, wo soll denn das jetzt hin sein? Die Frage ist nur, finden wir das Auto wieder? Ja, das finde ich wieder. Konnte ich mir ja, doch recht gut merken. Du hast mir heute schon mal den Weg beschrieben. Genau. Hatte ich das Video angeguckt und die Dano im Off gelotst. Das war sehr interessant und nach einiger Sucherei war es dann tatsächlich gefunden und das war verwunderlich. Es hat wunderbar geklappt, ja. Ach komm, scheiß auf die Kappe, wir haben so viel Scrap. Ich wollte gerade fragen, brauchst du noch mehr Clove? Nee, lass mal. Kann da noch was abgeben? Nee, schon okay. Die nächste Kappe. Aber da die mittlerweile, ja, wahrscheinlich wieder eine Kappe, aber da die mittlerweile auch regelmäßig Munition haben, ist es durchaus gar nicht mal so dumm. Ja. Eben. Einzeln auch abzuballern. Ja, doch mit den Sneakers an Füßen wird's doch deutlich angenehmer. Das haben die stärker gemacht. Das ist zwar schon vielleicht ein paar Patches her, aber diesen Unterschied zwischen Workboots, wir hatten ja mal die Folge, das ist wirklich schon eine Weile her, wo wir alle gedacht haben, Mensch, rennt man jetzt langsamer oder dergleichen. Das lag allein daran, dass wir alle Workboots haben von Anfang an. Und die einfach den Unterschied zwischen den Schuhen vergrößert haben, was gut ist. Aber mit den Sneakers sollte es jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, vor Zombies tatsächlich wegzurennen. Was ist denn das für ein Weg? Ist das uns... Ist das... Was ist das für ein Weg? Die eingestürzte Brücke. Oh! Oh, yippie, und jetzt bin ich müde. Hier ist bestimmt ein Wohnwagen irgendwo. Ja, da vorne im Wasser ist ein Wohnwagen. Siehst du, so halb... Oder ist das ein Bus? Nee, müsste ein Wohnwagen sein. Da ist eine Spielerbasis zu rechten. Geh mal schauen, ob der Wohnwagen funktionstüchtig ist. Scrap Metal nehmen wir mit. Und vor allen Dingen Rappen We Care Kids. Rappen We Care, da ist es. Tatsächlich, mit Ankündigung quasi. Ich nehme die Autos zu link. Oh nee, jetzt nicht mehr. Nee, ne? Dann das Grüne habe ich jetzt. Also da drin kann ich nicht schlafen. Nicht, okay, dann den Bus. Scrap Metal. Also Scrap Metal ist hier viel, das ist schön. Da haben wir dann in der Nähe unserer Basis. Geht. Ja, aber doch meinen. Hüpfen, hüpfen. Ich nehme jetzt einen Tarp mit, hm? Ja, klar. Bau direkt ein Bett zusammen. Ah, stimmt. Kann ich auch. Ja, dann passt's mal auf. Achso, da warst du ja gerade dran.
Hier vorne liegt ein Beutel. Was ist das denn? Von dem Zombie, den ich gerade lebe. Ach so. Da hast du eine Tan Cap drin gelassen. Das sind doch Scrap of Clothes. Ach, Koja, ich habe vorhin die Kiste schon Scrap of Clothes gekriegt. Übrigens. So, ich schlaf jetzt mal, ja? Übrigens sehe ich jetzt so aus. Es ist ja, ne? Hier. Ja, genial. Man sieht gar nicht, dass du schläfst, aber. Ja, ich bin da voll. Okay, das macht sie gut, ja. Und die Basis raiden. Ja, pass auf Zombie da oben. Wie war das heute die Frage, ob ich auch im Schlaf noch Zombies kriegen würde? Ich bin leider ausgeschlafen. Na komm. Pfeil. Komm wieder raus! Komm wieder raus! Also die Antwort ist, nein, im Schlafen rede ich keine Zombies. Bestimmt. Der Schlaf dauert zu kurz. Der Pfeil hing in der Luft, man konnte ihn aber rausnehmen. Achso, bei mir lag er am Boden. Nee, bei mir war er in der Luft und er war so fett, dass er stecken geblieben ist. Du hast ihn aus der Luft gezogen. Man hat's richtig gehört, so richtig. Mhm. Ja, ich meine, bei dem Nebel hier wundert es mich nicht, dass die Pfeile stecken bleiben. Das ist super. Was ist denn das für ein Weg hier? Ich kenne den überhaupt nicht, dass der nach Osten genau führt. Next Exit, Tank und Rast. Er müsste dann Richtung Ranchito sein. Ja, aber das ist doch... Hä? Ich bin irritiert, aber es ist genau die Richtung, die wir brauchen, um zu unserem Ziel zu kommen. Ja, der gleiche Weg wie eben, nur anders. Ich wollte das letzte Mal den Matze hinführen, nur da habe ich nicht hingefunden. Mehr. Zombie. Na. Sind wir alle so schlecht? Hä? Was ist mit dem? Der wollte genau wie. Zuppel halt die Pfeile raus. Manche brauchen ein bisschen länger. Man merkt sich, dass man ein bisschen Richtung Ranchito. Man merkt es, dass man so ein bisschen Richtung Ranchito kommt. Wird doch etwas voller. Bubbles, jawohl. Huhu. Ja, aber immer noch null Animal. Vulva. Kein Wolf. Kein Reh. Ja, mit dem Sprit, den wir jetzt haben, müssen wir richtig sparsam sein. Das heißt. Tja, wir können es ja nicht schieben, das Auto, das ist das Problem. Ich meine, wenn man so Loot auspflücke. Oh Mann, was ist mit meinem Sprachzentrum los? Das ist nachhaltig gestört irgendwie. Wenn wir so Loot-Ausflüge machen, wie beispielsweise nach Ranchito, dann ist es schon sinnvoll. Oder erst recht zum Damm oder Militärbasis. Aber wenn wir hier so normal rumlaufen, hier wie jetzt in der Gegend looten, dann sollte man das Auto echt stehen lassen. So, da vorne ist Ranchito. Wie haben wir das geschafft? Okay, dann halten wir uns jetzt rechts. Süd. Wir müssen so Ranchito umgehen, weil dadurch ist ja dummdämlich, glaube ich. Dann umgehen wir Ranchito und schauen, dass wir dann... Hä? Warum sind wir jetzt so weit im Norden? Egal. Dieser Nebel. Ja, das ist jetzt der See südlich. Ja. Na gut, wir schaffen es schon. Bestimmt. Alles klar doch. Splitsch, platsch, splitsch, platsch, splitsch, platsch. Da warte ich immer nur drauf. Vor allem mit diesen Spielerbases hier überall. Das Schöne ist, die haben auch gerade Nebel. Ja, das war, aber die hören trotzdem plitsch, platsch, plutsch. Und mit diesen ganzen Spielerbasen ist es natürlich so, wenn wir jetzt in Ranchito looten gehen, die Gefahr, dass wir dort jemanden treffen, auf einen Samstagabend, den wir haben. Also, ich sag mal so. Wir waren sicherlich schon mal zu einer besseren Zeit unterwegs. Stimmt, Freitagabend macht's viel besser. Ja, Freitagabend. Meistens haben wir Freitag oder Wochenende oder sowas, ja? Stimmt schon, ne? Wir waren sehr oft freitags unterwegs, ja. Oh ja. Wobei die letzte Aufnahme war jetzt. Während der Woche. Donnerstag oder Mittwoch, wann war denn das? Egal, das war. Donnerstag.
Da hat man ja auch recht viele Leute getroffen. Nur gut, es ist Ferienzeit. Urlaubszeit. Kleinen Moment hier noch, bitte, ja? Nicht wegrennen. Es werden jetzt immer mehr Zombies kommen. Wir sind bei Rantito, also... Weiß, aber... In Bewegung bleiben wäre mir ganz lieb. Doch, ist ja alles in Ordnung. So, Ost-Süd-Ost, die Richtung müsste passen. Unterwegs immer mal Woodsticks einsammeln, damit wir die Pfeile auffrischen können. Ja. Boah, was sind denn hier für Berge? Also es ist irgendwie, das ist echt krass, wenn man hier im Nebel unterwegs ist. Man ist irgendwie von der Landschaft total überrascht. Na komm, ein paar Serverlecks hier. Die ganze Zeit E gedrückt, passierte nichts. Genauso wie jetzt. Naja. E, ich hüpf mal. In anderen Games ist das das geheime Rezept. Ich kenne nur ein Spiel, wo das funktioniert. Es war noch in einem anderen. Ich überlege gerade noch zwangshaft in welchem. Bei welchem, Matze, das müsstest du eigentlich noch wissen. Das war irgend so ein Game, da hat man immer Posis gehabt und dann musste man einmal springen, um diese aufzulösen. Ich meinte, da waren wir auch zusammen unterwegs. Ja, sagt mir irgendwas, aber... Ja, komm, das war doch Final Fantasy 14 bei den Bossen. Stimmt. Ja, unter anderem am Anfang, ja, als es noch diese Lags gab. Aber das meinte ich gar nicht mehr. Da war es aber auch. Mit dem Springen hat man dann die Positionsaktualisierung erzwungen quasi. Und war dann für einen Server auch an derselben Stelle wie für einen Client. Manchmal ganz praktisch gewesen bei AOE-Flächen. Bin tot, warum? Ich stand draußen. Mhm. Bei mir nicht. Ich hab grad, also sag nicht so Sätze, ich hab grad einen Schreck gekriegt. Wieso? Ach so, wegen ich bin tot. Naja, bitte. Wegen der AOE-Fläche hier. Warte, halt mal lieber Abstand. Böse Musik. Kein Reh, kein Wolf, kein Bär. Das ist Bär, wirklich kein, leer. Das ist so arm. Und immer noch Nebel. Immer noch Nebel, tagelang Nebel. Ich hab Angst. Das spielt auf der Insel hier. Das ist definitiv Großbritannien. Habt ihr hier immer solche Nebel? Nein, nur wenn es nicht regnet. Der Regen ist ja schon verkürzt. Das stimmt. Der Regen war anfangs genauso schlimm. Regen ist an, aus. So etwa in der Geschwindigkeit. Ja, vor allen Dingen, eigentlich haben die keinen Regenknopf, sondern nur einen Starkregenknopf. Ja, das ist sowieso, ja. Wenn Dusche an. Monsun oder genau. Nicht. Aber das passt auch wieder zur Insel. Also es ist gar nicht Amerika hier, das ist Großbritannien. Das wird auch zu den Zombies passen. Ich habe nichts gesagt. Was? Was hast du gesagt? Ah, ja. Oh, Straße. Dann, rechts. Oder? Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen nach rechts. J. Ist das ein Spieler? Nee, ist ein Zombie. Wir müssen nach J, oder? Was war's? J. J4. Die Position habe ich mir jetzt nicht gemerkt, nur die Gegend, wie sie aussah. Mein Bogen ist schon so kaputt, ihr könnt die ja mal ballern. J4, ja, da kommen wir jetzt hin, das passt. Was ist denn da für ein Container? Ist das ein Haus? Eine Spielerbase oder was ist das? Keine Ahnung. Hup! Das klang irgendwie, als wäre der Pfeil direkt neben mir eingeschlagen. Was ist das denn hier? Nee, der ist in einen Zombie eingeschlagen. Container? Interessant. Jetzt noch wüssten, wo wir sind. Halt, wenn wir da sind, sind wir zu weit. Von da war ich heute auch schon. Stimmt, wir sind im Norden. Wir müssen zurück, andere Seite. Ja, wir sind im Norden. Ja, genau da war ich, wie du mir gesagt hast, wo wir andere Richtung von der Straße. Ja. Ich sehe euch nicht mehr. Wo bist du? Da vorne bei den Containern?
Auf der Straße. Ich sehe dich, Matze. Bleib mal stehen, Matze. Ah ja. Lauf weiter. Okay, aber geh mal bitte runter von der Straße, weil das hier, da fahren jetzt viele Autos auf der Straße. Aber warte mal, dann sind wir jetzt... Dann laufen wir jetzt nach Norden. Ja, wir müssen ja auch nach... Das hier hätte ich in den Süden gesteckt. Bist du sicher, Danu? Dass wir nicht daran vorbei müssen, in die andere Richtung an den Containern. Aber genau da habe ich dich dann nach dem Weg gebracht. Ja, aber... Nach Süden müssen wir doch dann. Die Container sind doch ganz im Norden. An der Kurve, oder nicht? Also, wenn ich mich jetzt richtig orientiere, sind wir genau, wenn wir auch so um so eine scharfe Kurve sind, sind wir genau um diese Kurve rum, die rechts von Ranchito Taquito ist auf der Karte. Stimmt, wir kommen jetzt von der anderen Richtung, ja. Ne? Wir kamen aus dem Norden, laufen an den Containern nach Süden. So müsste es eigentlich richtig sein. Bis da unten bin ich schon gelaufen, bevor ich drauf gekommen bin halt. Gut, gut. Hauptsache, wir haben die Richtung halbwegs. Matze, bist du wieder? Ja. Wollen wir hier jetzt kurz über die Straße oder wollen wir das umgehen? Hier war viel los, hast du gesagt, oder wie? Mir ist zumindest ein Auto entgegengekommen. Na, dann gehen wir hier links rum, um die Mauer. Allerdings hatte ich Glück, es war Nebel und der dürfte mich nicht gesehen haben. Hat bestimmt keine Nebelscheinwerfer angehabt. Nee, hat er nicht angehabt. Ja, wie unverantwortlich. Ich war doch so halb im Wald, das ist wunderbar geil. Ja, also ich sag mal so, mit unserer Klamotten, die wir jetzt hier so anhaben, so richtig gut. Also wenn ihr jetzt nicht die Pfeile über den Kopf hättet und ich ein bisschen weiter weg bin... Siehst nix. Glaube auch. Oh, warte mal, jetzt habe ich die Richtung weg. Moment. Was ist das denn jetzt für eine Kreuzung? Ich habe eh keine Richtung, ich halte mich einfach raus. Afu! Eigentlich Süden. Ich bin... irritiert. Völlig. Wir sind... wir sind am Hunters... Das ist nie im Leben Süden gerade die Richtung. Ist der Kompass verbuggt? Wenn wir jetzt hier nach oben gucken, so wie ich gucke, ich hüpfe mal, damit ihr das seht. Ist da für euch auch Süden? Ja, ich gucke gerade nach Süden. Das ist der Hunter's Drive hier. Oben. Da oben diese Basis hier, die ist ganz im Norden der Karte. Das weiß ich, hier war ich mal. Jede Wette, der Kompass ist gerade im Arsch. Glaube ich nicht. Muss mal was trinken. Wir finden unser Auto gerade nicht. Das mit Süden passt überhaupt nicht. Also von euch hat auch keiner eine Richtung irgendwie. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Zumal hier nach Süden die Straße aufhört. Das passt überhaupt nicht. Das ist völlig... Lass uns dann doch mal so laufen, wie die Danu gesagt hat. Auch wenn da Norden dran steht. Ich kannte das Eck da noch gar nicht. Ja, einmal war ich erst hier oben. Aber das ist ganz... Das ist ja hier so super typisch mit diesen Wellen und... dieser Straßenkreuzung, und da bin ich definitiv nach Norden gelaufen. Das passt gerade überhaupt nicht. Dass wir jetzt nach Norden laufen, passt null. Doch, ja, ich weiß nicht. In Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt E5 sind, müssen wir nach Norden. Wo sind wir jetzt? E4 bei mir. Jetzt wieder. Ja, genau jetzt wieder. Dann müssen wir nach Süden. Wir müssen ja nach J, also wir müssen nach... J4. Ja, J. Das ist Osten. Das ist, ja, aber J, das passt alles nicht. Sorry, das passt alles nicht. Wir müssen nach... Wollt ihr nach Osten? Das Auto war J4, dann müssen wir nach Osten. Okay. Gehen wir einfach nach, aber hier ist keine Straße mehr. Meisterhaft getroffen.
Hier ist keine Straße mehr. Also ich habe keine Ahnung, ich bin verloren. Hat jemand von euch eine richtige Karte? Und könnte nein, die droppen? Nein. Nee. Shit. Ja komm, dann laufen wir halt nach J4. Eben, ich würde einfach nach J4 laufen und dann eine neue Orientierung suchen. Nur bei J4 ist halt die Straße nicht, das ist das Problem, was wir haben. Bei J4 ist, J ist ja außerhalb eigentlich der Straße. Wir müssen eigentlich schon zu, eigentlich müsste bei I4, wo wir jetzt sind, nach Osten die Straße kommen. Ida 4, 4 geht ungefähr bis hierhin. Ja, wenn wir jetzt nach Osten laufen, müssten wir auf diese Straße treffen. Lasst uns einfach mal laufen und nicht labern. Naja, manchmal ist Labern auch ganz sinnvoll, wenn man... Ja, wenn keiner eine Ahnung hat, nicht. Große Spielerbase für euch. Ja, und hier ist... Da, Moment, hier ist dieser Truckstop, beziehungsweise diese... Ist das nicht das Hotel von hinten? Nee, das ist nicht das Hotel. Das Hotel ist dann weiter im Norden von hier. Okay. Wir laufen hier mal nördlich dran vorbei, hä? Ah. Ja, probieren wir es. Ja, dann passt das mit den... Aber wo sind denn diese... Ich verstehe es nicht. Also ja, dann... Irgendwie diese Gegend, die wir da hatten, war in der Nähe des Hunter's Drive eigentlich. Das habe ich noch in Erinnerung. Aber stimmt, da oben war, glaube ich, noch so ein Wegwirrwarr. Hier, lass uns hier... Wohl. Die Munition. Da ist Muni, ja. Und mit der Spielerbase würde ich eigentlich auch gerne weg. Mhm. Wir warten schon außerhalb. J4. Hier ist die Straße. Ich weiß nicht, der Nebel macht mich kirre. So, und jetzt müssen wir hier in die Richtung. Nee, das ist Westen. Ich bin verloren. Dann sind wir ja gleich wieder in I, also in die Richtung. Ich bin so verloren. Und wir sind schon in J4, Matze. Ja, aber J4 ist riesig. Nur wir sind ja an der Grenze zu I4 und da wollen wir nicht hin. Okay. Oh. Oh, Schalter. Das war übrigens der Nebelschalter. Hier ist das Hotel, Danu. Ah, jetzt müssen wir doch von links. Genau, und da vorne links über die Brücke, jetzt erkennt man es auch wieder. Aber was ist denn das hier für eine Gegend? Aber die ist auf der simplen Map nicht drauf. Nee, ist sie nicht. Das ist die Magpie Road, die nach Norden geht, nach Ranchito. Und bitte nach der Brücke runter von der Straße. Ja. Schade, nicht nach Ranchito. Das ist natürlich schade, dass wir ausgerechnet jetzt keinen Nebel mehr haben, wo wir auf der Brücke laufen. Kannst du gern wieder haben, ich will nicht. Ja, auf der Brücke hätte ich ihn noch gern gehabt. Kein Auto. Rechts über die Planke. Mann, was ein Irrlauf hier. Und da vorne in dieser Linkskurve, da müssen wir rechts ins Feld. Nee, schon vorher, hier in der Senke direkt. Also ich habe mir ziemlich genau gemerkt, dass es hier so einen kleinen Knick gemacht hat. Mit das Auto, hier bin ich mit dem Auto rein, das habe ich im Video mir extra angeguckt. Hier sind wir rein und dann so halb links weg und da oben müsste es sein eigentlich. Das können wir uns ein bisschen aufteilen, weil das jetzt zielsicher zu treffen ist natürlich schwierig. Nein, nicht wieder Nebel. Bitte nicht. Nö. Also ist bisschen, bei mir nicht. So ein bisschen diesig ist es bei mir. Jesus. Seht ihr mich? Gerade kurz, jetzt nicht mehr. Ja, hier. Wunderbar. Dann klären wir doch mal gerade vor, Koya, wie weit die Folge ist. Bei 25 Minuten. Ja, eigentlich ein gutes Gespür, der Matze. Dann würde ich sagen, wir schnallen uns in der nächsten Folge an, setzen uns ins Auto und düsen in Richtung Militärbasis mit dem Sprit, den wir hoffentlich mitgenommen haben. Oh oh. der war fast gut. Ja, ich bin sowieso raus. Bei mir ist das Spiel abgestürzt. Gut. Ja, dann knall ich mal den Zombie hinter dir ab.
Besser ist das. Wahrscheinlich bin ich jetzt tot, wenn ich reinkomme. Nein, bist du nicht. Wir sehen uns in der nächsten. Ich muss auch mal Zombies ballern hier gerade. Wird spannend. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Die Nano ballert noch ein bisschen. Ja, und wir, wie gesagt, machen uns dann zur Militärbasis. Ich denke mal, das wird durchaus eine spannende Unternehmung. Nebel? Welche Neuigkeit? Nebel. Nebel. Yeah. Ich dachte, bei mir ist doch auch schon die ganze Zeit Nebel. Na egal. Also, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss. Ciao.